Die sind doch mindless, kein Wunder. Auf jeden Fall läuft der Scheiß nicht aus, das ist schon mal ganz gut. Ja. Also immer merken, immer zwei Squad-Mittel nehmen. Auf die Zuschauer, nicht immer auf das hören, was Lasse sagt. Beweg deinen Arsch jetzt hier rein und halt die Klappe. Haben wir überhaupt noch eine Full in Big Jack kennen? Dann müssen wir jetzt nochmal fahren und die neu auffüllen. Ja, weil Tobi gar nichts kann. Nur wegen Tobi, ehrlich. Ja, das ist unfassbar, dieser Typ. Wo bleibt der Wagen eigentlich? Der ist doch hier! Nimmt der einer vielleicht nochmal die Big Jerry Cam aus dem Heli raus? Ich hab keinen Platz. Lass dir nochmal die Big Jerry Cam aus dem Wagen raus. Ich nehm hier gar nichts aus dem Wagen. Mann, wir brauchen die! Wir brauchen die! Ja, dann hol die doch, du hast doch jetzt. Ich hab keinen Platz mehr! Alter Schwede. Der Freundentanz ist aber echt cool von den Zombies. Echt keinen Platz, hol die mal raus jetzt, los! Macht er doch gerade. Aus dem Heli lasse. Boah, lasse. Ich rede nicht mehr mit dir. Mann, wir brauchen. Wir haben kein Benzin mehr im Wagen. Hör auf jetzt zu spasten, Mann. Wir brauchen Alter, die Jerrycan aus dem Heli. Du riechst mich so auf, ehrlich, ne? Ich hoffe. So, steig wieder ein. Ich hab die im Rucksack, komm. Kannst alleine fahren jetzt. Bis gleich, Lasse. Bis gleich. Steigt der wirklich aus, der Vogel? Der ist so doof. Ja, was denn, ey? Ich wäre auch ausgestiegen, glaube ich. Du bist so gemein, Tobias. Weißt du, was die letztes Mal mit mir gemacht haben? Weißt du, was die mit mir letztes Mal gemacht haben? Ich habe keine Ahnung. Die haben... ey, ich weiß nicht, ob der... Was habt ihr gemacht? Warte mal, wo wart ihr? Ich war mit einem Auto unterwegs gewesen. Tobi hat den Heli. Ja, wir und, haben gesagt, oh nein, Mayo ist gegen eine Wand gefahren, der Heli ist kaputt und hier sind überall Leute. Komm mal, der Auto ab. Ist kaputt. Ja. Und ihr habt übelst Tobi fliegt los. Wir uns in deinem Haus versteckt mit dem Auto, sind losgefahren. Tobi, wo seid ihr? Na, hier ja. Unten auf der Wiese. Ja, hier und unten. So ja, wo denn? Oh ja, hier unten sind wir. Und dann sagen sucht, sie. Liegt da rum. Wir sind schon am Lager, lachen uns kaputt. Oh Mann, ey. Wag mir danach. Und dann wollte Tobi mich erschießen, schießt zweimal auf mich, ich blute, dreh mich um, gib ihm zwei Schüsse, er stirbt. Dann war er ein bisschen traurig. Aber hat er erstmal 10 Minuten Emo, Tobi, gemacht. Tobi, du hast doch jetzt unmöglich beide Dinger voll gemacht. Ich hab jetzt zwei normale Jerrycans voll gemacht, Moment. Jetzt mache ich die großen voll. Kommt ein Zombie gerannt und schlägt mit Tobi aufs Maul. Wäre nicht schön, wenn er mich hauen würde. Oh, ich blute, na klasse. Jawoll, ja, stirb, stirb, ja, stirb. Ja, wenn stirb. Ich sterbe, ich muss tanken, Mann. Stirb! Ach komm, ich töte die mal. Oh, wir haben ja kaum Muni, kaum Dingens mehr hier. Lol, Alter. Die dreckigen Wichs-Zombies. Ich will eigentlich jetzt nicht mit der PKM schießen, Tobi, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Lock die einfach weg oder so. Okay. Ich setz mich ins Auto. Komm jetzt hin. Ey, ihr seid so. Hast du ihn retrollt? Dein Auto da, ey. Guck mal, ich muss mich hier um die Ecke schleichen. Siehst du das? Ja, das hab ich gesehen. Aber der Zombie hat's nicht gecheckt. Hast gut gemacht, Tobi. Oh Mann, ey, ich schleich mich hier um zu tanken, ne? Wird bekloppt. Und ich hab noch nie meine Jerrycan im Rucksack. Nein, Tobi, willst du mich verarschen? Bitte sag. Ah, Gott sei Dank ist die wenigstens noch im Auto, ey. Wenn die jetzt im Heli wäre, das wäre ja. Oh Gott. Ey, guck mal, der Zombie steht direkt neben mir hinten. Ja, da kommt übrigens einer gerade von der Feuerwehr angehoppelt. Oh Gott, jetzt bin ich gerannt. Naja, alles cool, noch hast keinen Akku gezogen. Kommst du nicht an Gear dran, kann das sein? Nicht so gut. Ist er gestorben? Na, ach Quatsch. Schade. Schleich hier rum, Mann. Mach voll die Sneaking-Action hier. So, du Kack-Zombie. Oh Gott, der kommt! Stellt sich breitbeinig auf, der sieht mich ja eh nicht, zielt auf den Kopf und der Zombie sagt, Cristiano fuck you! Ronaldo. Ja. Da kommt der Zombie ein. So, du Kack-Zombie. Oh nein, der kommt, hilf! Oh Gott.
Gott, ich kann ja nicht mehr fahren hier. Wir explodieren gleich. What oh the fuck, Tobi? Ja, ist nichts passiert. Ja, okay. Ey, wenn jetzt gut. Das Auto stehen bleibt, ne? Ja, wir haben ja wohl Sprit genug da drin. Oh Mann, ey. Weißt du, das war ja, das geht ja schnell, so ein Heli fertig machen. Eigentlich. Ja, wenn ihr nur ein Scrap Metal mitnehmt. Ist so. Und lasst ständig dein Auto wegfahren. Ey, Tobi, die Hülle ist gelb. Da brauchen wir Scrap Metal für. Nee. Das ist alles richtig. Tobi, die Hülle ist gelb. Ach, die Hülle ist gelb. Oh, nee, das sollte aber nicht sein. Oh ja, Mann, ey. Das ist lustig mit mir. Ja. Das ist einfach nur doof. Wetten mal, Daniel hätte wieder seinen Ich hasse Tobi-Moment und bräuchte jetzt erstmal eine Pause von dir wieder. Ey, wollen wir hier den Heli. Guck mal, da sind ja immer die Holigen lassen. Wir lassen deine Fans mag ich gar nicht, die müssen weg. Na, echt mal. Guck mal, die leben noch, die sind standhaft. Ja, das sind treue Fans. Was sind das denn für Fans? Abgefahren. Gut. Könnt ihr mir beim Tanken helfen oder ist euch das auch alles scheißegal? Nö, kannst du machen, ist mir scheißegal. Okay. Hätten die dich. Ich habe überhaupt gar keinen Platz für irgendwelche Jerrycans. Ja, nö, ist klar. Warum sitzt du eigentlich noch im Auto? Hier ist gerade so schön. Oh Mann, ey. Ich werde gleich wieder verkloppt von den Zombies hier. Sag mal Bescheid, wenn ich das Auto verstecken kann. Kannst das Auto verstecken. Ja? Nee, warte, noch nicht. Lass mich noch zwei Jerrycans reinhauen. Deswegen habe ich gesagt, sag mir Bescheid vorher. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir die Kleinen reinhauen sollten, aber ja, mach ich ruhig rein. Mit 100 haben wir drinne. Könntest du auch in den Wagen hauen, wenn wir damit nochmal irgendwann rumfahren wollen, ne? Ey. Das reicht. Ja, mit dem Wagen kommen wir bestimmt bis zum Industriegebiet, wo wir abgeschossen wurden. Oder gestorben kannst, sind. Kannst du losfahren, den verstecken. Das macht ja hier nichts. Ich mach nichts mehr, du Arschloch. Du verarschst mich hier die ganze Zeit. Los mit dir, Junge. Bist du mad? Nein, ich schieße ein Wasser. Macht man nicht. Jetzt, doch. Wo wollen wir uns eigentlich hinfliegen? Ja, das sind Unverwundbarkeits-Zombies. Unverwundbarkeits-Zombies. Ey, ich krieg auch nicht. Wie hatte ich den Feind besser versteckt? Oh, fuck. Naja, so ist scheiße. Der allerschönste Heli der Welt, ey. Daniel fragt gerade, ob du auch mit aufgenommen hast. Ja, ein bisschen, ja. Das ist morgen eh alles kaputt und weg. Oh, fuck, ja. Mach ich denn hier? Ja. Naja, aber es wird so verrückt machen, Mann. Ich kann hier ja nicht mal reparieren, die Kacke, denn wenn das nicht funktioniert, das ist das Problem. Ich hab noch Aufnahmen, die funktionieren, das ist alles kein Problem. Das ist euer Heli, oder? Also unser Heli, ja. Quasi. Ah, Stellfahrt dazwischen, passt schon. Okay, ich bin 5-mal gegen Bäume gefahren, aber der Wagen lebt. Wo seid denn ihr jetzt eigentlich? Hier vor dir. Schon ganz woanders hingerannt. Ja, ich hab noch wegen dem UAZ die Lautstärke so niedrig. Aber ist ja nicht schlimm, wenn vor dir so eine riesige Rauchwolke ist. Hey, wieso kann ich denn jetzt hier nicht auf auf die andere Seite gehen von dem Schießen? Ja, weiß ich auch nicht. Ist gerade auch bei mir nicht. Ja, geil. Jetzt sind wir also nur rechts hin abgesichert und das auch noch mit Shinks. Na Quatsch. So, jetzt werde ich euch erstmal gleich zeigen hier. Ich habe keine Ahnung, wie Shinks ist. Ich werde hier Leute töten ohne Ende. Der aller... Sorry, bis dann in 4 Minuten übrigens. Ich bin der allerbeste sein. Keiner vor mir war. Witzig, oh! KTZ ist gestorben. Das krass. Erste Mal, seitdem wir drauf spielen, ey. Weißt ja. Du? Ich mein bloß, die sterben echt auch selten, ey. Aber trotzdem, die haben gegen uns keine Chance. Wir haben die im Sektor ja kaputt gemacht. Also müssen die ja bessere Spieler sein als du, weil du bist heute schon gestorben. Ja, durch einen Bug, genau. Ja, Bug würde ich jetzt auch sagen, ne? Ja. Was war das für eine Todesmeldung gesehen? Da stand ja wohl Beton, kill Tobi. Du wärst ja nicht auch gestorben? Wer? Du? Da will sich Tobi jetzt, glaube ich, nicht zu äußern.
Ey, guck mal da oben, stehen zwei Fundamente. Ich soll dir übrigens nochmal sagen und dir klar machen, wie wichtig es ist, dass du die Sachen gleich savest. Ja, weil Daniel nichts mehr hat. Ja, die Festplatte hat 3100 instabile Sektoren. Server restart in 3 Minuten. Normal sind laut Domi 3. Da liegt also ja nur knapp drüber. Und 3 ist auch schon nicht gut. Also 3 sollte man auch schon wenigstens Checktests laufen lassen und so. Heißt, bin weit entfernt von gut. Wo haben wir denn jetzt vor, das Ding eigentlich zu tanken? Erstmal, weil gleich Server restart ist. Ja, das ist klar. Ich dachte schon so vorausplanend danach. Ja, Schinks kann ich so weit denken. Dann Zweier Mama. Ich wollte eigentlich zur Schweineinsel fliegen. So, die ist 14 Kilometer weiter weg. Und dann gleich bei Sektor B. Und bald gleich bei 6 Sektor B. Tekka und Shake. Die online? Ohne Scheiß, wie kann man hier seine Fundamente hinbauen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, ich würde jetzt schon dahin fliegen, weil 3 Minuten ist knapp. Nee. Ja, Schinks, wir fliegen in Sektor ja, B und machen es tot. Ja, ich weiß, du bist ja so ein Holzkopf. Naja. Dann rollen wir uns noch eine Runde. Okay, aber nicht gegeneinander rollen, das ist wichtig, Leute. Sonst wird hier Beine gebrochen direkt. Schinks, haben wir eigentlich Blutpaket mit? Nö. Nicht, nicht ineinander... Ja, Schinks ist fertig, ich sag ja, der Typ ist total fertig. Ich hab Blutpaket mit. Hast du eins mit? Warum hast du das gesagt? Jetzt schießt er auf mich. Nee, dafür hab ich keins mit. Nur Bein, Schinks, komm. Ich bin nicht Schinks, ich bin Peter. Ich schwöre es, Schinks, hast du das letzte Mal schon gemacht. Ach so, ich war gerade bei Peter? Ich bin der mit dem Bart. Nee, das stimmt nicht, ich bin der mit dem Bart. Schinks hat sich gerade hingelegt. Wo ist denn Schinks? Oh! Nein, wir locken uns jetzt aus, ganz schwierig. Ich schieße ja keinen von euch an jetzt. Glaub dir kein Wort. Warte erst, bis du ausgelockt bist. Hier, ich lock mich jetzt aus. Hast du das schon übrigens gesehen, wie geil die Animation ist, wenn man sich ausloggt, Peter? Ja, habe ich schon gesehen. Dauert jetzt eine Minute oder so, ey, ist richtig krass. Ich logge mich auch aus. Bis gleich, Leute. Okay, Leute, wir haben einen Plan. Wir sind 2 Meter geflogen ungefähr, sind jetzt über Sabina und wollen jetzt erstmal ins Labor, das ihr ja schon kennt, weil da die NPCs ein paar bessere Waffen haben als die wir besitzen. Und wollen uns da erstmal ausrüsten und dann vielleicht mit den besseren Waffen schauen, was es damit Nettes zu erledigen gibt. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob wir jetzt schon im Labor alle sterben werden. Also da soll alles unverändert sein. Ja, ich bin auch schon im Labor verreckt. Oh, wobei, ich bin mir nicht sicher. Kannst du hier überhaupt landen? Gehst du jetzt nicht durch den Boden? Nee, ich bin... Wow, gelandet, oder? Normal. Okay. Ist ja. Cool. Okay, mag mal hier die geheime Tür auf. Wollt ihr beide reingehen? Ich bleib hier. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Kann man jetzt mittlerweile eigentlich von 2 Seiten hier an das Labor ran? Glaube ich nicht. Okay, Peter, ich bin der Meat Shield. Doch, sehe keinen. Ah, doch, ich sehe da schon einen. Schatten habe ich gesehen. Was hast du gesehen? Schatten. Gott, ey, ich bin ziemlich aufgeregt hier, weil die nicht erschossen werden. Ich sehe einen hinten rum, der Hörbedappen. Ganz komische Bewegung. Ich komme auch hoch. Ich habe den Kopf geschossen, 2-mal jetzt. Ist er tot? Das weiß ich nicht. Okay, Peter, ich bin jetzt hier in dem Raum rechts von dir. Oder okay. Diese offene Tür. Wisch mich mal weiter vor. Ich sehe da keinen mehr. In dem Raum. Der, was gegenüber? Der war jetzt genau da, wo ich bin. Ja, der liegt hier auf dem Boden. Was hat er? Das will ich noch nicht nachgucken, weil ich guck gerade lieber, ob hier irgendwo ein NPC noch rumhöppelt. Oh, der ist weg. Lol. Man muss die also schnell looten, man muss die schnell looten. WTF. Nee. Ist wahrscheinlich durch den Boden gebuggt. Stimmt nicht, nee, wer ist weggebuggt, hat's Pech gehabt. Okay. Hier müssten aber noch mehr sein. Okay.
Gott, ich guck gerade jeden Raum hier durch. Ja, ja, ist ja auch richtig. Hast du gerade gehört? Ah. Nee. Wieso sind denn da unten keine? Ach, der ist nach oben gebuggt. Der hängt in der Decke. Der NPC, den ich getötet habe? Ja, ja. Jeff. Aber bist du schon auf der anderen Seite, Tobi? Genau. Wieso ist denn da keiner hier? Keine Ahnung. Auf, ne? Keine Ahnung. Was? Ja, ich nehm grad auf. Ich glaube, ich erinnere dich daran dran. Kandidat. Mann, ich nehme alles gerade auf, was wir hier machen. Los nicht. So. Weißt du, ich sehe unten, auch unter dir sehe ich keinen. Nein, ne? Ich auch nicht. Ich sprinte da mal hin. Nach unten jetzt. Ja, sprinten, immer gute Sache. Unten sind die auf jeden Fall rechts und links in den Räumen. Naja, ja, genau, ich, ja. Eigentlich schon, aber... Ich sehe liegt noch einer. Sehe einen. Das war ein Hit. Einen hab ich. Einen hab ich. Okay. Ich komm mal nach unten. Bin auf der linken Seite. Okay. Seh dich. Oh, einer schleicht nach hinten rechts. Kann man durch die Gläser durchschießen? Weiß nicht, ich glaub nicht. Ne, kann man nicht. Alles klar. Der hat mich voll im Visier. Ah, ich seh den, ich seh den. Hab den? Yes. Out, ey. Hier ist keiner mehr drin, also ich sehe keinen. Die haben ja alle nur Crap-Waffen. Naja, die haben AK-Waffen, sehe ich gerade. Ja, alle. Der da oben hatte auch nur eine AK-Waffe. Na Peter, ganz ehrlich, hier sind keine mehr. Weil jetzt in jedem Raum drin. Ja, das hat sich ja gelohnt. Na, ist nichts Dickes, ne? Nee, das ist ja das Gegenteil von dick. Naja, aber die haben echt... Na gut, diese SA-Waffen sind gar nicht so schlecht, ey. Weg auf jeden Fall die Munition mit. Warst du hier unten auch in den Räumen drin? Ja, da war ich jetzt überall drin. Hörst du denn mal? Oh, sagt er. Ach, scheiße, okay, drei NPCs. Keine interessanten Waffen, go, go, wieder weg hier. Ja, ja. Aber ich hab noch eine andere Idee. Ich hab auch noch eine Idee. Kann. Ich glaube, du hast die gleiche, die ich hab. Mit dem Bug. Das ist deine. Ja, da heißt der Bug, aber hier soll. Ja, ja, die Zelte. Ja. Ja. Hast du okay. Wieder? Ja. Ich weiß bloß nicht, wie wir da reinkommen lasse. Ist da, gibt's da. Ich weiß, wo das. Muss doch da am Wasser sein, oder nicht? Wasser. Ja, dass wir da irgendwie. Naja. Naja. Also, kannst weißt auch unterirdisch reinlaufen. Peter, du weißt mal, wo mit Bram hier waren, ne? Ja. Da sind wir doch da vorne reingelaufen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir reingelaufen sind? Hier zu diesem Sektor? Zu diesem Labor? Wo wir hier erst da drunter waren, meinst du? Genau, ja, das weiß ich noch. Genau, ja. Da laufen wir jetzt mal hin. So, und Muka war mal hier und der meinte, der hat hier Zelte gesehen. Ihr wollt hinlaufen? Okay. Das ist direkt hier vorne. Lassen. Genau, das ist direkt hier vorne. Peter weiß noch ganz genau, wo ich meine, ne? Jop. Da, wo er hat Bram, glaube ich, sogar jemanden angeschossen von uns oder so. Genau, irgendeine Teamkill-Aktion ist da gerade auf jeden Fall gelaufen, oder ne? Das war hier, ist man runtergelaufen dann. Irgendwie sind wir hier runtergelaufen. Ja, wieso geht denn das nicht mehr? Genau hier, oder? Ich komme genau. Sicher, dass die das nicht gefixt haben? Bin mir nicht sicher, Muka meinte nur, er hat unter dem Sektor irgendwas gesehen. Du siehst ja auch den Strich am Boden, ne? Richtig. Also hier war das definitiv, also... Nämlich alles nachträglich... sicher. Nämlich alles nachträglich eingefügte Sachen.